Herzlich willkommen bei Wo bin ich? Dem sommerlichen Ratespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Autohaus Siebeneicher Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Drei starke Allradmarken unter einem Dach. Und freundlich unterstützt durch Experts in Freital und Pirna. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit, jetzt gibt es die Auflösung unserer ersten Wo-bin-ich-Frage, unserem vorsommerlichen Rätselspaß. Und die Antwort, die war einfach viel zu einfach für Sie. Ich weiß, ich habe auch sehr viele Hinweise gegeben. Natürlich war Hökendorf richtig und ich stehe jetzt hier am Tiergarten Hökendorfer Heide. Und das ist jetzt die erste Station, um Ihnen den Ort etwas genauer vorzustellen. Kommen Sie einfach mit. Ja, nicht jede Gemeinde kann sich einen Tiergarten leisten. Das braucht natürlich auch viele engagierte Leute, die mitmachen. Und neben mir steht jetzt Lars Vorkert, der Chef vom Verein Tiergarten Hökendorfer Heide e.V. Ja. Hallo Herr Vorkert. Hallo. Man hat natürlich, wenn man in Ihrem Tiergarten ist, auch diesen herrlichen Panoramablick über Hökendorf. Aber das ist ja längst nicht alles. Das ist nicht alles. Wir haben hier am Schenkberg, am Rande der Hökendorfer Heide, unseren Tiergarten, wo wir ungefähr 50 Tiere in 10 verschiedenen Rassen und Arten den Besuchern zeigen wollen. Wir haben uns zum Ziel gemacht, alte, existenzgefährdete Haustierrassen hier zu zeigen, zu züchten, die Rasse zu erhalten durch unsere Zuchtarbeit. Das ist hier unser Ziel vor Ort im Hökendorf. Wie groß ist denn das Areal, wo die Tiere sich hier richtig wohlfühlen können? Wir bewegen uns auf ungefähr 5 Hektar. Davon ist der Großteil hier als Gehege. Aber wir haben auch Wiesen, wo wir Heu machen für den Winter. Jetzt habe ich natürlich unten gelesen, dass der Eintritt frei ist. Wie kann man denn da überhaupt wirtschaftlich überleben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Gemeinde finanziell unterstützt, da vor allen Dingen die Lohnkosten bei den Tierpflegern enorm zu Buche schlagen. Aber wir sind natürlich auch dankbar, wenn die Besucher, die sich hier erfreuen am Wochenende, auch eine kleine Spende mit in den Spendenkasten stecken. Und dann habe ich noch etwas gelesen, und zwar gibt es keine Öffnungszeiten. Also ich kann auch in einer lauen Sommernacht einfach mal hier über den Tiergarten schlendern? Auch das ist möglich. Unsere Tiere sind ja hier in den Gehegen frei. Auch da kann man abends einiges entdecken und sehen. Gerade jetzt in dem Frühling, wo einige Jungtiere zur Welt kommen, passiert das ja bei den Tieren meistens auch in den Abendstunden, in den Nachtstunden. Das ist oftmals auch interessant, in Ruhe, abseits vom Haupttrubel des Tages, sowas hier zu beobachten. Gibt es für Sie auch so ein Lieblingstier oder eine Lieblingsrasse, die Sie hier ausstellen? Ausstellen klingt blöd. Jedenfalls, ja, wie sagt man bei Ihnen? Präsentieren ist vielleicht ein guter Begriff. Ja. Wir sind eigentlich ziemlich stolz auf unsere Rinder. Wir haben eine Rinderfamilie, wenn man so sagen kann. Und der Bulle ist ein ziemlich kräftiges Tier. Das ist der Stolz des Tiergartens. Also bleibt festzuhalten, wer den Tiergarten Hökendorfer Heide e.V. besuchen möchte, also den Tiergarten und den Verein, der ist rund um die Uhr willkommen. Rund um die Uhr. Es gibt immer was zu entdecken. Ja. Wir haben auch den Spielplatz hier dabei. Da sind die Kinder gut aufgehoben. Ja. Wir freuen uns über die Besucher. Punkt. Punkt. Das ist ein schöner Schlusssatz. Und ja, wir, liebe Zuschauer, wir machen jetzt noch weiter. Und zwar, wenn Sie hier zum Beispiel in Hökendorf oder Umgebung wohnen, dann brauchen Sie auch ein kräftiges Auto. So ist es. Na, vielleicht haben Sie sogar ein paar Karnickel, ein Schaf oder eine Ziege. Dann muss man Heu machen und dann muss man das abtransportieren. Und wir machen Ihnen heute mal einen Vorschlag für einen Autokauf. Wie wär's denn mal mit dem Subaru Forester 4x4, also Allrad? Da sollte doch einiges zu bewegen sein.
Echte Belastbarkeit ist eine Mischung aus Bescheidenheit, Stärke und Ausdauer. Der Subaru Forester hat diese Eigenschaften verinnerlicht und spiegelt sie in seinem markanten Design wider. Robuster und gleichzeitig moderner als je zuvor ist der Forester mit seinem elegant gestalteten Äußeren, das seine ausgewogene Leistung gebührend unterstreicht, ein wahrer Blickfang. Auch abseits von gut ausgebauten Straßen kann der Forester punkten, dank Bodenfreiheit und Allradassistenzsystem X-Mode. Das verleiht dem Forester einen extra Leistungsschub zur Überwindung möglicher Hindernisse. Auch die Innenausstattung punktet mit hochwertigen Materialien und robustem Design. Infotainment, Audio- und Navigationssystem, alles ist übersichtlich und gut bedienbar angeordnet. Hier fühlt sich der Fahrer sofort wohl. Sicherheit wird bei Subaru von jeher großgeschrieben. Mit iSeat bekommt Sicherheit im Fahrzeug eine neue Dimension. Wie ein zweites Augenpaar überwachen die zwei Objektive der Stereokamera von iSeat das Geschehen auf der Straße. Sobald das System eine Gefahr ausmacht, warnt es den Fahrer und betätigt im Ernstfall sogar die Bremse. Das sind nur einige Eigenschaften, die den neuen Subaru Forester auszeichnen. Erleben Sie ihn auf der Straße und im Gelände. Er bietet Ihnen nun ein noch besseres Fahrgefühl und überzeugt mit einer veredelten Haptik und Optik, innen wie außen. Egal wo es hingeht, mit seiner Vielseitigkeit und seinem bemerkenswerten Auftreten ist der Forester bereit, die Welt zu erobern. Vielleicht erobert er auch Sie. Sie sollten ihn einfach testen. Wo? In Ihrem Autohaus Siebeneicher in Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch die Bewahrung der Tradition eines Ortes und dafür gibt es den Kulturring in Högendorf. Herzlich willkommen, Herr Kaden. Sie warten schon ganz gespannt. Herr Wagner, ich begrüße Sie recht herzlich im Heimatmuseum Högendorf und bin gespannt, was wir Ihnen alles zeigen können. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Vielleicht gibt es irgendwo ein Stück in der Ausstellung, wo man vielleicht ein bisschen die alte Dorfgeschichte erleben kann. Da haben wir was Passendes. Wir haben gerade in diesem Jahr unsere Küche neu gestaltet, so wie sie vor vielen Jahren in diesem Haus mal gewesen ist. Das gucken wir uns da an. Gehen wir. So, also hier haben Sie unsere neue Küche. Also neu ist gut gesagt, nur die alte neue. Neu gestaltete Küche, so wie sie in den letzten Jahren des Bestehens dieser Küche gewesen ist. Mhm. Wir haben sie ergänzt mit einigen Gebrauchsgegenständen aus den Jahren um die Jahrhundertwende. Und diese Küche wird sehr gut angenommen. Man hört ja immer, ach, das kenne ich auch. Und ja, so war es bei uns genauso. Herr Kaden, wir schreiben ja das Jahr 2018. Gibt es denn überhaupt noch Exponate, wo man irgendwas erneuern kann, was dazu sammeln kann? Oder ist alles mittlerweile im Schrott? Es gibt viele Sachen, die wir haben, die wir doppelt und dreifach haben. Aber natürlich sind wir auch immer dankbar für Angebote von Sachen, die recht rar sind und die wir noch nicht haben. Jetzt wollen wir natürlich auch mal kurz über den Verein sprechen, der Kulturring Högendorf e.V. Wie viele Leute seid ihr denn? Wir sind jetzt 55 Leute und haben insgesamt drei Arbeitsgruppen. Wir haben einen Chor, der sehr erfolgreich auftritt. Wir haben die Klöppelgruppe, die auch für die Kinderarbeit mit zuständig ist und Ostern und zum Advent immer eigenständige Ausstellungen macht. Und wir haben einen Malzirkel, der Interessenten aus der ganzen Umgebung anzieht, um hier ihrem Hobby zu frönen, ja, zu malen. Und wie sieht es mit der Altersstruktur aus? Die Altersstruktur ist so, wie sie in vielen Vereinen ist, sie ist zu hoch. Hm. Das Durchschnittsalter ist also so, dass wir immer mehr Schwierigkeiten haben, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber dank des Einsatzes und der Einsatzbereitschaft vor allen Dingen unserer Mitglieder haben wir es in diesem Jahr noch hingekriegt, die Öffnungszeiten durchzusetzen. Und wir sind auch optimistisch, dass sie in den nächsten Jahren weiterhin so aufrechterhalten zu können. Also da bleibe ich natürlich gleich dran. Wann kann man das Heimatmuseum besuchen? Wir haben unser Museum in den Monaten Mai bis September, ja, an jedem Wochenende von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Mhm. Und wenn es Interessenten gibt, die außerhalb mal einen Blick hier reinwerfen wollen, dann haben wir natürlich auch ein offenes Ohr und machen das eventuell auch möglich.
Herr Kaden, vielen Dank für diese kleine Führung und vor allem diesen Einblick hier in das dörfliche Leben, wie es vor 100 Jahren vielleicht gewesen ist. Und wir, liebe Zuschauer, zeigen Ihnen jetzt nochmal ganz in Ruhe, schön mit Musik unterlegt, ein paar Exponate hier aus dem Heimatmuseum in Högendorf. Und eine klare Empfehlung, wenn Sie in Högendorf sind und das Heimatmuseum hat geöffnet, dann besuchen Sie es einfach. Und das können Sie auch machen, wenn die Sonne mal nicht scheint. Ich möchte hinzufügen, es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Ein kluges Wort. Der Verlauf des Hökenbaches bestimmt die Siedlungsstruktur des 2,5 Kilometer langen Waldhufendorfes. Teilweise sehr dichte Bebauung in Bach- und Hauptstraßennähe und viele Bauernhöfe und Wohngebäude in Hanglage prägen den Ort. Die Entstehung der ältesten Häuser ist eng mit dem Bergbau verknüpft. Nach Aussagen der Chroniken des Ortes waren die um Hökendorf vorhandenen Vorkommen an Gold, Silber und Kupfer, welche sich hier in geringer Tiefe unter der Erdoberfläche bis zu einer Stärke von 4 Meter befanden, der Grund für den Beginn der Besiedlung um etwa 1180. Der Erzgehalt des Bodens und das Recht der Bergfreiheit lockten Franken und Thüringer in das Gebiet. So entstand Hökendorf als Waldhufendorf, dessen Charakter noch heute deutlich erkennbar ist. Der Ort wurde 1235 erstmals urkundlich erwähnt. Heute ist Hökendorf ein Ortsteil der Gemeinde Klingenberg mit rund 1300 Einwohnern. Das Zentrum des Ortes ist der dörfliche Marktplatz mit dem Hotel und Gasthof zum Erbgericht und der Tälerpassage mit verschiedenen Dienstleistern und Geschäften. Die Hökendorfer Kirche ist eine historisch bedeutende Saalkirche, im Grundbestand um 1200 errichtet, mit einem prächtigen Flügelaltar. In dieser Kirche befinden sich auch zum Teil sehr gut erhaltene Grabsteine, vor allem von Gliedern der Patrizierfamilie von Täler, die als Stifter der Kirche gelten. Viele Vereine bereichern das dörfliche Leben in Hökendorf. Ob Billard oder Fußball, ob Fasching oder Handels- und Gewerbeverein, sie alle gestalten gemeinsam das Leben in Hökendorf. Ja, das war die Auflösung unserer ersten Wo-bin-ich-Frage. Sie haben jetzt Hökendorf etwas näher kennengelernt. Sie haben die Vereine, den Tiergarten und auch den Heimatverein kennengelernt. Und jetzt kommt natürlich noch etwas ganz Wichtiges, die Gewinner. Ein Essen für zwei Personen hier im Gasthof zum Erbgericht Hökendorf hat gewonnen. Das sehen Sie jetzt eingeblendet. Und auch eingeblendet sehen Sie die Namen der Gewinner für diese Geschenkkarte für unseren Expertmarkt in Freital oder Pirna. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und lassen Sie es sich hier gut schmecken. Wir stellen Ihnen jetzt den Hotel-Gasthof zum Erbgericht etwas näher vor und ich darf mich jetzt schon verabschieden. Nächste Woche, ganz wichtig, gibt es eine neue Wo-bin-ich-Frage und natürlich auch ein neues FRM-Regionalmagazin. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Tschüss, Ihr Matthias Wagner. Ein herzlich willkommen, liebe Zuschauer unseres Regionalfernsehens. Ein herzlich willkommen im Erbgericht in Hökendorf, sagen Grit Kirschner und Olaf Schwalbe. Lassen Sie sich überraschen, was unser Hoteldörfchen hier in Hökendorf alles zu bieten hat. Die Geschichte des Gasthofs zum Erbgericht geht bis in das Mittelalter zurück. Urkundlich wird der Gasthof erstmals 1542 in der Kirchenchronik erwähnt. Viele Wirte hinterließen seither hier ihre Spuren. Heute präsentiert sich der Hotelgasthof zum Erbgericht in einem modernen Gewand. Unser Restaurant bietet Platz für bis zu 70 Personen. Hier wird gute saisonale Hausmannskost serviert. Egal ob festliche Anlässe oder Tagungen, das Restaurant kann nach Ihren Wünschen räumlich umgestaltet werden. Für große Feiern empfehlen wir unseren Saal mit einer Kapazität von 150 Personen. Auch hier heißt es: Wir erfüllen Ihnen all Ihre Wünsche für eine gelungene Feier oder Tagung.
In unserer Klause finden bis zu 60 Personen Platz. Hier können Sie den Abend bei einem frisch gezapften Pils ausklingen lassen. Ideal geeignet für kleine Feierlichkeiten bis 20 Personen. Und im Sommer begrüßen wir Sie gern im Biergarten direkt vor der Klause. Ganz besonders stolz sind wir auf unseren Weinkeller. Dieser kam bei Bauarbeiten zufällig zutage. Hier kommt der Weinkenner auf seine Kosten. Lassen Sie den einen oder anderen Tropfen auf der Zunge zergehen. Nur wenige Meter weiter Richtung Tiergarten finden Sie die urgemütliche Tälerschenke. Das ist wohl der ideale Ort für eine ganz besondere Feier mit mittelalterlichem Flair. Wenn Sie in Hökendorf länger verweilen möchten, ist das kein Problem. Das Hotel zum Erbgericht bietet Ihnen Einzelzimmer, Doppelzimmer sowie Apartments für Ihre Übernachtungen an. Für unsere kleinen Gäste richten wir gern Aufbettungen im Zimmer der Eltern her oder stellen ein Kinderbett bereit. Alle Zimmer sind mit gleichem Komfort wie Dusche oder Bad, WC, Haartrockner, Minibar, Telefon und Kabel-TV ausgestattet. Besuchen Sie uns im Hotel Gasthof zum Erbgericht in Hökendorf. Ein Haus zum Wohlfühlen.